So, hallo, wir machen weiter. Bei Jump 2, letztes Mal, boah, die Level waren das letzte Mal ganz cool, die davor waren ein bisschen, naja, nicht so cool. Aber so ist es halt, ne? Manche Level sind super, manche dann eher nicht. Das haben wir schon gesehen, weil von wem das ist. Das hier ist von BaldyBoy118. War das nicht Morsel? Okay, das ist ein Morsel-Level. Ich versuche, ohne Vorurteile reinzugehen. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was Morsel so... Okay, ich bin leicht... What? Ich kann... Was? Ah, ich verstehe. Einmal los, kann ich nicht mehr anhalten. Aber das kann man doch überhaupt nicht spielen, wenn man nicht weiß, was kommt. Hilfe. So, du weißt ja, du weißt ja vorher gar nicht, was du tun musst. Oh je. Aber ja, es ist ein Morsel-Level, ja. Ich habe versucht, das ohne Vorurteil anzugehen. Aber es ist halt ein Morsel-Level. Oh mein Gott, nein. Was? Aua. Ich darf den nicht erwischen. What? Ach so, ich darf den schon erwischen. Aber so... Oh ja, aber jetzt kann ich ja gar... Oh, ich verstehe. Okay. Jetzt muss ich da hin und her rennen. Ja. Hin und her rennen. Und jetzt kann ich da drüber. Super. Aber nicht... Das muss ganz, ganz, ganz kleiner Sprung muss das sein. Vielleicht ohne den Chuck. Ja. Und jetzt muss ich das so machen wie gerade eben, dass ich von ihm abgestoßen werde. Eieiei. Ja. Und jetzt komme ich an den Midway Point ran. Was ist hier? Wieso be... Wie hab ich es geschafft, da durch... Was? Man kommt da durch? Ich muss irgendwie die Shelter holen, aber wie? What the heck? Wie soll ich an die Shelter unten rankommen? Jo, jo, was? Ah, warte. Das Ding muss mich wahrscheinlich irgendwie dahin schieben. So, jetzt bin ich doch erstmal safe. Und wenn ich jetzt...
Wieso ist jetzt der On-Off anders? Ich check halt auch nicht die... Kann mich das Ding irgendwie auf diese Shell draufschieben? Was passiert, wenn ich auf dem Block lande und der mich nie auf dem, der mir nicht auf den Keks geht? Verzieh dich mal, Kollege. What? Ich check überhaupt nichts. Ich kann die Shell doch gar nicht. Wie soll ich an die Shell? Fährt das da hoch? Ja, wenn ich in die Wand renne, bin ich tot. Ah ja. Aber jetzt ist doch eh dazu. Ich brauche irgendwie die Shell, um an dem vorbeizukommen, aber ich kann ja die Shell nicht einfach... Oh! Doch kann ich, mit genau dem gleichen Trick. So nämlich. Au. Aber was ist denn der ganze andere Quatsch da? Alter, das war knapp. So. Und nü? Ach so. Und jetzt kann ich das hier auslösen. Okay. Und dann frisst mir das da den Weg durch bis zum Ziel. Irgendwie. Jetzt hätte ich es jetzt gepasst, wahrscheinlich. Zurück. Das Ding kommt denkbar ungünstig, ne? Ja, aber es passt. Nun, wenn ich dieses Ding dann mit Münzen noch verwandle, müsste ich den Weg zum Ziel frei haben. Was ist... Oh, nee. Mein Morsel, warum? Was war das wieder für ein Level? Jo, was ist jetzt los? Thank you.
Morose Recompense of a Maltreated Sports Player. Oder Maltreated. Und Beaufort 3. Let's go. Wait, Chuck Magnet, you're alive. What the freak? I thought you were freaking dead. Wait, what are you doing up there? Der folgt mir und löst wahrscheinlich die Dinger da aus. Okay, I see. Das könnte jetzt mal wieder ein ganz interessantes Level sein. Nicht so weit! Ah ja, ich muss den ein bisschen mehr verstehen. Ein bisschen mehr in Schwung bringen. Ah, ja. Das war der Schwung, der gefehlt hat. Vielleicht wäre es sogar besser, die ganze Zeit den in Bewegung zu lassen, dass der nicht erst... Oh je! Das war die falsche Taste. So. Jetzt komm, bleib mal ein bisschen hier drüben. Du musst ja nicht gleich durchdrehen, wenn wir hier hingehen. So, ist gut. Oh, jetzt kann ich das selber drücken. Na, was tue ich denn hier? Auch cool. Und dann muss er wieder den hier drücken. Nice. Wir helfen uns gegenseitig. Sehr schön. Komm her. Und dann geht's gleich weiter. Okay, verstanden. Zack, zack. Okay. Ich lass dich raus und du lässt mich da wieder rein. Cool. Oh, wait. Ach so. Ich dachte, den Peach-Jump muss ich machen, aber das ist einfach sowas hier. Okay. Wenn das Level nicht zu lang ist, dann ist das ein ganz nettes Gimmick. Trotzdem jetzt nichts... sage, das würde ich ohne meine Lieblings-Save-States spielen. Wait, das war schon schlecht, weil wenn ich den drücke, ist ja vorbei. Oh. Ich habe irgendwie einen Quatsch gemacht, kann das? Weil jetzt drücke ich den. Hä, wieso macht der nichts? Ich meine, soll mir recht sein, aber ich habe es jetzt nicht verstanden. Yo! Lass die mal nicht frei. Das reicht nicht zu langsam. Habe ich zu spät gerafft, was hier los ist. Gleich weiter. Gleich weiter. Nice. Reunite. Aber wahrscheinlich muss ich ihn jetzt aber töten, weil er würde mich töten. Er ist ein Chuckner. Ich hab gar nichts gemacht. Wenn er da runterfällt, nicht mein Problem. The weight of your... Oh, ist das jetzt... Ist das hier... Plot, der aufeinander folgt? Gerade haben wir ihn umgebracht und jetzt kommen unsere Sünden. Von Electric Angel. Electric Angel war Snow and Pyro. The heavens are calling for Mario's judgment, but he's not ready to go just yet. Grab items to weight him down. Yo! Okay, das drückt mich hier die ganze Zeit in die Luft. Und wenn ich was in die Hand nehme, nicht mehr. Verstanden. Ach so, und sobald ich den verliere, ist Kacke. Kann ich klettern? Nein.
Oh, verstanden. Das war nicht so klug. Oh, das war jetzt nicht so gut. Jetzt habe ich es verhauen. Okay, ich muss, wenn der zurück. Jetzt muss ich rüber und jetzt kriege ich die Shell. Und jetzt ziehe ich die hier rüber und dann löst die mir das hier aus. Okay. Okay, mit dem Schlüssel falle ich runter. Und mache das nicht kaputt, scheinbar. Schade. Dann muss ich das hier auslösen und so machen. Okay. Hui. Das ist ganz witzig, das Gimmick, ehrlich gesagt. Damit kann man arbeiten. Weil das geht jetzt aber schön. Ach so! Das war cool. Ah, das hätte ich schnell. Ich hab gedacht, ich muss warten. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Ich muss schneller arbeiten. Okay, das ist auch wieder cool. Ah, das ist ganz nett. Das gefällt mir. Hui. Hui. Ach, ich muss den. Okay, verstanden. Ich muss den so abschießen, dass er die nicht auslöst. Gut, das ist jetzt auch nicht das Problem. Okay. Yo, 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 schade. Spät gerafft, was da los ist. Ach man, das lief gerade so gut. Und dann habe ich es verhauen. Nice. Ah, ich muss den. Okay, ich muss den. Wait. Muss ich vielleicht. Ah, ja, 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 ja. Ich muss den hochschmeißen und dann den wieder mitnehmen. Ja, oh, das ist cool. Oh. Nein. Ach, komm schon. So ist es richtig. Okay, das war ein bisschen schwierig auszuführen, aber an sich auch ein cooler Abschnitt. Ah, no. Das versaut. Aber an sich auch ein cooler Abschnitt. Jo, ich muss das so timen, dass ich irgendwie den Bogen gut bekomme. Jo, wie bekomme ich den Bogen denn gut? Ja, was? So bekomme ich den Bogen gut. Okay, Yoshi! Jetzt in die Hand nehmen müssen, okay. Oh Mist. Ach so, ich muss ihn hochwerfen. Und dann kann ich ihn ja wieder darüber. War die falsche Taste. Sorry. Ah, ich komme von Yoshi nicht mehr runter, oder was? Ich muss von Yoshi, indem ich die Säge berühre, oder wie? Ist das richtig? Geht das überhaupt? Hä? Scheinbar nicht. Okay, vielleicht darf Yoshi eben gerade nicht da futtern.
Ah ja. Ha? Oh, ich muss den hochwerfen und wieder... Oha. Oha. Und er hat schon 4 Sachen gegessen. Wenn er noch eine Beere isst, wird er zum großen Erwachsenen, Yoshi. Oh Gott, also ich darf ihn in der Hand halten, dann falle ich runter und ansonsten zieht es mich hoch. Okay, oi, oi, das muss man erstmal im Kopf kompensieren. Okay, ich brauche den P-Switch da unten. Da ist ziemlich sicher ein P-Switch drin. Na, dann haben wir es jetzt, ja. Eieiei. Interessantes Level-Konzept. Interessantes Level-Konzept auf jeden Fall. One dead Durkheim at the porch of the Ludwig von Cooper. Von Catbath. Okay. Okay, wir gehen schon mal nach links. Das ist schon mal ungewöhnlich. Wahrscheinlich ist das auch das ganze Gimmick. Wir gehen nach links. Okay, kommen die Dinger vor. Aber es sieht bisher nach einem normalen Level, also aus. Hier in Ludwigs Domain, the pipes move only when you're in their range. Okay, verstanden. Jo! Da frisst es einfach die Pipe weg. Okay. Das sieht ganz schön verrückt. Das sieht ganz schön verrückt aus. Ich dachte, ich komme einfach drüber. Ich komme einfach drüber. Ach, ich muss da rein. Hä? Geht's einfach durch die Luft? Alles klar. Jetzt frisst er die Dinger hier weg. Okay. Finde ich gut. Friss mehr weg. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall interessant. So, friss weg. Muss ich den komplett rumdrehen? Nee, den brauche ich überhaupt nicht mehr. Okay. Einfach stehen bleiben. Und jetzt frisst er das da oben weg. Und jetzt geht er hoch und dann gehe ich da durch. Und jetzt wird's wieder wild. Ah, ich muss da oben rum. Oh Mist. Ah, ich muss mich... Okay, verstanden. Ich muss mich an dem Ding anpassen. An dem da. Und dann falle ich hier genau richtig runter. Oh ja. Oh jo, 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 jo. Was die Röhren nicht alles können... Was? Ach so. Okay, wofür ist... Achso, da geht's weiter. Uff. Jo, jetzt wird's wild. Okay, hätte ich bedenken können, dass das passiert. Habe ich mir leider nicht gedacht. Okay, die kommen jetzt runter. Und ich hoch. Jo, 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 jo. Dann darf ich mich hier nicht da durchdrücken lassen. Okay, cool. Jetzt gehen wir hier drauf. Eieiei, auch jetzt. Also, das ist relativ schnell aus dem normalen Jump'n'Run ein anderes Jump'n'Run geworden. Aber ein cooles. Also, wenn man bedenkt, dass ich natürlich die ganze Zeit Save States nutze. Aber gut. Der hält an. Sag das doch. Ich
kennt es mich da ab, den richtigen Moment zu erwischen. Dabei hält er einfach an. Er geht da rein. Dann gehen wir hier durch und dann ist alles cool. Jetzt kommt das Ding da. Ach so. Oh, du, yo, was? Yo! Verstanden. Pilz? Nein. Das tötet mich gar nicht. Okay, cool. Irgendwas hat es jetzt gerade komplett zerfetzt, aber ist okay. Ah, verstanden. Ich muss da oben rein. Wofür ist aber der Spiny da? Den Spiny check ich nicht. Der tut ja gar nichts. Okay, also gehen wir hier so rum. Au. Da darf ich keine Richtung drücken. Sagte er und drückte eine Richtung. Das ist schon echt wild. Okay, Bossfight. Wenn ich mich richtig erinnere, Ludwig von Cooper. Unfortunately, it's at this point in his journey that Ludwig von Cooper meets his grizzly and at the hands of Mario. Okay. Das ist nicht der Ludwig Cooper Fight, den ich mir erhofft hatte. Auch nicht dieses Ding. Auch nicht dieses Ding. Oh nee, das ist so ein nerviger Boss. Der ist alleine schon schlimm genug. Der ist alleine halt schon. Oh, wait, ich muss das anders spielen. Ich hab's falsch gemacht. Das zieht da oben durch. Ich muss gar nicht ihn treffen. Ich muss das einfach rüberschicken. Ich hab das völlig falsch gespielt. Dann ist er ja viel einfacher. LOL. Muss man es mal begreifen. Okay, hab ich mich umsonst. Also der Boss war super einfach. Ich will gar nicht meckern. Okay. Crazy Willis, Eggs, Butter, Blutiness, Hallucinations to end. Ja. Super. So, wo kommen wir jetzt hin? Ah ja. Jetzt haben wir diesen Weg hier abgeschlossen und sind hier auch bei Bowser's Castle sozusagen angekommen. Gut. Das heißt, jetzt wäre dann dieses Teleport-Level das nächste. Was wir spielen können, ohne dass ich Controller anschließen muss. Oh, hier Mario Dasse Teleport. Also beim nächsten Mal tun wir dann einen Teleport und gucken mal, was das ist. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.